Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video geht es auch wieder um die Stiftedrechslerei. Und zwar geht es heute darum, wie man diese Penblanks, das sind Penblanks, die kann man so einkaufen, wie man die ablenkt. Wenn die abgelenkt sind, sehen sie im Prinzip so aus, einfach ein Stückchen kürzer. Und da kommt dann später noch ein Loch rein. Über dieses Thema habe ich in der letzten Woche ein Video gemacht. Und da habe ich diese Vorrichtung hier gebaut. Da könnt ihr diese Teile, die wir jetzt zuschneiden werden, hier ganz schnell reinspannen, spannen das mit einem Kniehebelspanner und können das sehr genau bohren. Das ist ein eigenes Video, das verlinke ich dir mal oben rechts im Eck. Jetzt aber die Frage aller Fragen, ist die Kamera gerade? Nein, ist sie nicht. Warum willst du dir eine eigene Vorrichtung für die Bandsäge bauen, wenn man es doch an der Tischkreissäge zuschneiden kann? Das stimmt. Wenn ihr das nur einmal machen solltet, würde ich dafür auch keine Vorrichtung bauen. Es geht aber darum, wenn ihr ganz viele Stifte macht. Ich arbeite ja, ehrlich gesagt, nicht so gern tatsächlich mit der Tischkreissäge, ist trotzdem ein cooles Gerät, aber man muss sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gut aufpassen und speziell arbeiten wie diese kleinen Penblanks, wenn man die zuschneidet. Das ist für mich eine Arbeit, wenn man zum Beispiel 20 Stifte macht, da stehe ich zu lange an dieser Maschine und vor allen Dingen ist das zu lange immer dieselbe Bewegung, immer genau dieselbe Bewegung. Ich habe ja auch für genau diesen Zweck einen kleinen Helferlein damals gebaut. Das ist hier so ein kleiner Teilehalter. Damit habe ich dann mal auf die Teile gedrückt, damit die nicht zwischen Stoppklotz und Sägeplatz sich verkeilen und dann durch die Gegend fliegen. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich das für die Bandsäge jetzt baue, diese Vorrichtung, damit ich es eben nicht mehr in der Tischkreissäge machen muss. Denn wenn ihr 100 Teile davon schneiden solltet, dann kann es irgendwann dazu kommen, dass so ein Teil einfach mal wegfliegt, weil man vielleicht nicht aufpasst. Dem will ich komplett entgegenkommen, dass ich das nicht mehr an der Tischkreissäge schneiden muss, sondern an der Bandsäge. Wenn ihr mehr von der sehen möchtet, könnt ihr euch das eigene Video dazu anschauen. Das Video dazu findet ihr auf meinem Kanal. Und die ist sehr, sehr alt. Und die hatten damals, speziell dieses Modell hier, die hatte unten keine Blattführung. Das bedeutet, unten kann man das Blatt relativ schnell verdrehen. Das bedeutet wiederum, dass man hier nicht so einfach einen Schiebeschlitten bauen kann, weil sich das Blatt eben schnell verdreht. Ich habe das auch hier einmal ausprobiert. Da habe ich einfach einen Anschlag angespannt und geschaut, wie es aussieht, wenn ich das jetzt hier dran vorbeiführe, wie die Säge schneidet. Hier sieht man sehr schnell, dass die Säge sich extrem verdreht. Und ich werde diesen Schiebeschlitten hier so bauen, dass man das hier kompensieren kann. Denn das Ding ist, die Säge wird sich immer wieder, ich habe es nämlich ausprobiert, immer in die gleiche Richtung verdrehen, wenn er zumindest solche ganz kleinen Teile schneidet. Diese Vorrichtung, wo wir gleich bauen, wird auch nur für solche kleinen Teile sein, nicht für größere Schnitte. Unser Ausgangsbrett wird ein 18 mm dickes Multiplexbrett sein. Das wird aber nicht der spätere Tisch sein. Später kommt da noch was drauf, mit dem wir dann hier diesen Blade Drift oder diese Blattwanderung kompensieren können. Das hier muss aber als erstes mal geführt werden. Und dafür bauen wir uns links und rechts einfach einen Multiplex-Streifen dran. Als nächstes werde ich mal das Blatt von der Bandsäge rausholen, damit ich unsere Führung, damit ich auf den Tisch legen kann und dann den Anschlag ranschrauben kann. Kurz schauen, dass hier nicht zu viel Rotz an den Seiten hängt. Und hier haben wir jetzt unseren Tisch. Da ist schon eine Leiste drauf. Das legen wir jetzt einfach mal hier dran. Und da haben wir sie schon, unsere Führung. Meinen Tisch lege ich jetzt auch extra nur bis hier vorne an die Kante und nicht ganz an die Mitte, denn vielleicht gibt es hier irgendwelche Abweichungen über den ganzen Tisch. Das könnte ich mir bei dieser alten Maschine vorstellen. Da hinten werden wir den Tisch eh nicht hinschieben, deswegen reicht das vollkommen, wenn wir das bis hier vorne hinbringen. Hier dieses Teil legen wir jetzt bei und spannen das auch mal fest. Jetzt seht ihr das, was ich meine. Bis hierhin läuft und hier keilt er dann. Jetzt bauen wir erstmal das Bandsägenblatt wieder ein. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, was passiert, wenn man dieses Teil hier einfach so hineinschiebt. Und ihr seht direkt, dass das gar nicht geht. Und aus dem Grund schneiden wir jetzt hier erstmal einen Schlitz raus, damit ich meinen Schiebeschlitten bewegen kann. So, jetzt hat sich jetzt doch ein bisschen was verändert. Ich werde diese Vorrichtung doch für diese Bandsäge hier bauen. Warum? Es ist eigentlich relativ einfach, hier
bei dieser Bandsäge habe ich halt das Problem, dass der Tisch brutal ungleichmäßig ist. Und hier merkt man, dass hier ist das Ganze noch relativ stramm, dann klemmt es und hier vorne habt ihr einen halben Zentimeter Luft. Das hätte ich mal nachmessen können, bevor ich hier an dieser Maschine angefangen habe, aber ich habe hier noch eine andere Bandsäge. Davon gibt es ein Video, das ist schon ewig alt, also wenn ihr mich mal in jung sehen möchtet, dann könnt ihr euch dieses Video anschauen. Ich schaue mal, dass ich es euch vielleicht oben rechts verlinke. Diese Bandsäge hier bekommt ihr für wirklich kleines Geld auf eBay Kleinanzeigen und mit der könnt ihr auch schon viel schneiden. Ihr habt hier einen schönen hohen Durchlass, aber so hoch könnt ihr in der Regel nicht schneiden, weil sie nicht so viel Kraft hat. Da könnte man noch einen Eigenmotor reinbauen. Ob man das will, ist eine andere Sache. Auf jeden Fall kann man damit wirklich schöne Schnitte machen und es ist eine tolle Maschine zum Anfang. Mit der habe ich nämlich angefangen. Das einzigste Problem bei dieser Maschine ist der Spannmechanismus. Und zwar ist das hier ein Schnellspannmechanismus und ich habe das heute zum ersten Mal hier ein bisschen gekeilt, damit ich die Blattspannung erhöhen kann. Denn normalerweise ist hier ein Feder drin. Hier. Die das Ganze dann spannt. Aber so nach 40 Jahren kann die Feder auch mal ein bisschen ausgelutscht sein. Ihr wollt bestimmt wissen, wie diese Bandsäge heißt. Schaut einfach auf eBay Kleinanzeigen nach Metabo Bandsäge, Metabo 3 Rollen Bandsäge. Da bekommt ihr die schon oft für 100 Euro. Ist ein tolles Teil. Das hier ist der Schiebetisch. Ich habe ihn diesmal auch wieder aus MDF gemacht und hier drunter seht ihr die Führungsleisten. Diese Führungsleiste hier ist ein gutes Stück schmaler, das liegt einfach nur hier im Rahmen. Der Tisch passt jetzt hier, also unser Schiebetisch passt hier drauf. Die ersten 2 cm gehen ein bisschen schwer, aber hier läuft er richtig gut und hier habe ich auch ganz, ganz wenig Spiel nur. Und zu meiner Freude ist hier der Schnitt auch rechtwinklig einigermaßen, beziehungsweise er läuft gerade. Und jetzt können wir hier weiterarbeiten. Das ist unser Anschlag von unserem Schlitten. Den müssen wir jetzt festschrauben. Ne? Ich habe jetzt gerade mal in meiner Restetonne geschaut, da habe ich hier schon diesen passenden Anschlag gesehen. Den habe ich hier vorne einfach nur 90 Grad abgeschnitten, damit ich hier meinen Anschlag habe. Dann will ich das Ganze noch so machen, dass ich hier einfach eine Skala habe, falls ich mal einen anderen Bausatz habe. Und da kann ich das Ganze dann einfach passend einstellen. Let's cut it in. Das Teil kommt jetzt hier drauf. Dann habe ich hier noch einen Kniehebelspanner, mit dem werden wir gleich dieses Anschlagstück dann mal festspannen. Und ich würde euch empfehlen, holt euch einmal mal so was und behaltet es einmal mal auf Vorrat. Die hier gibt es einen Zweierpack, ich glaube für 10, 12 Euro. Ich bucke ich schon. Ziemlich geil, die Teile. Jetzt hier natürlich einfach schauen, dass wir möglichst viel schneiden können. Und das in beide Richtungen funktioniert. Jetzt können wir hier ganz einfach hier unsere Breite eingeben, spannen das hier fest, machen die Maschine an und können auch schon ganz sicher unsere Teile schneiden, ohne dass hier irgendwas passiert. Unser neuer toller kleiner Schiebeschlitten ist fertig und er funktioniert auch relativ gut, das habt ihr auch gesehen. Aber das hier ist ja mein Kanal, deswegen habe ich mir noch was ganz Spezielles überlegt und ihr seht schon hier diesen Streifen Holz. Und zwar ist das hier vorne ein ganz, ganz dünnes Stückchen Holz, das habe ich mit dem Hobel gehobelt und danach noch ein bisschen feiner geschliffen und das habe ich hier oben rangeklebt. Unsere Vorrichtung kommt wie eben einfach hier rein und kann man jetzt hier so lang schieben. Mehr ist es auch eigentlich gar nicht. Das Ding ist, wenn ihr Penblanks habt, wie diesen hier, das sind Acrylpenblanks und die sind halt, das sind alles wirklich Einzelstücke. Und wenn man die drechselt, sollte man die auch in der richtigen Reihenfolge und später zusammenpressen auf den fertigen Stift, damit es einfach gescheit ausschaut und man einfach so ein durchgängiges Bild hat. Das ist in diesem Fall so korrekt. In diesem Fall macht diese Vorrichtung auch nicht so viel Sinn. Aber in welchem Fall macht diese Vorrichtung Sinn? Angenommen, ihr möchtet ganz viele Meranti-Stifte herstellen, dann könnt ihr ganz viele Streifen schneiden. Und hier spielt es nicht so eine große Rolle, ob ihr verschiedene Stücke zusammenbaut, weil die Maserung einfach gleichmäßig ist. Hier sieht man schon zwar einen Unterschied, aber wenn das später mit Kanaubarwachs oder einem anderen Finish behandelt ist, sieht man da nicht mehr so einen riesigen Unterschied. Und aus dem Grund muss man hier nicht so drauf achten, dass die Reihenfolge stimmt. Und genau jetzt kommt diese Vorrichtung hier ins Spiel. Als erstes müsst ihr jetzt euren Anschlag einstellen. Und dazu hole ich mir auch mal auf die Schnelle eine Hülse. Das hier ist übrigens die Hülse auch, das ist eine 8 mm Hülse.
für meinen Bausatz Jänner. Das ist dieser hier, das ist ein Klickkugelschreiber mit einer richtig starken Mine und den gibt es derzeit auf meinem Shop. Jetzt kann ich den hier einfach hinlegen und schauen, wie viel Material ich brauche. Ich brauche noch ein bisschen mehr Material, deswegen gebe ich ihm das halt jetzt einfach. Kann es jetzt festspannen. Wenn ich hier meine Punkte habe, werde ich die mir auch später markieren, aber das alles zu seiner Zeit. Beim ersten Schritt macht ihr im Prinzip nichts anderes als auch an eurer Tischkreissäge. Ihr schneidet erstmal das Frontstück ab, damit das wegkommt. Jetzt könnt ihr das Holz überprüfen, ob da irgendwelche Haare dran sind. Legt es hier an euren Schiebeschlitten, schneidet es. Ups, davor perfekt. Also nochmal aufs Neue, mein Ziel war ja, dass ich hier nicht so nah rangreifen muss. Und das erreiche ich halt mit dieser Vorrichtung. Und das ist doch einfach genial. Mit dieser Vorrichtung hier könnt ihr sehr, sehr schnell diese Pendlings ablenken. Und ihr habt ja gesehen, ich bin nicht nah mit den Fingern da rangekommen, außer halt immer beim Anfang und am Ende. Aber ansonsten ist das hier echt sehr, 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 sehr gut. Und im Vergleich zur Tischkreissäge 1000-mal sicherer. Also um nochmal hier diesem Geheimnis so ein bisschen auf die Luft zu gehen. Hier unten liegt es an der oberen Blattführung an. Hier oben habe ich es einfach festgeklebt. Und wenn immer jetzt ein Stück Holz drunter durchkommt, ist es so biegsam, dass es sich biegen kann, bevor es bricht. Und das Holz ist dann dahinter und wenn ich wieder den Anschlag zurückziehe, blockiert halt hier dieses kleine Stückchen Holz das den Penblank und ich kann jedes Mal weiterschneiden, ohne dass ich rechts das Stück Holz ein bisschen rüberschieben muss. Einfach genial. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Es gibt noch ein anderes Video, das hier ist das zweite von einer mehrteiligen Reihe, in der ich euch zeige, wie ihr euch kleine Vorrichtungen bauen könnt, um Stifte herzustellen. Das ist wie gesagt das zweite Video. In dem anderen Video habe ich euch gezeigt, wie ihr euch diese Vorrichtung hier bauen könnt. Damit könnt ihr dann eben diese gerade zugeschnittenen Penblanks perfekt bohren, damit ihr es dann auch so schnell wie möglich auf die Drechselbank bekommt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was du von diesem kleinen Schiebeschlitten hier hältst. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier so einen neuen kleinen Schiebeschlitten fertig bekommen habe. Und speziell für diese Stifte ist das hier wirklich Gold wert. Warum mache ich das hier? Das ist ja im Prinzip so ein bisschen wie so ein Produktionsding, gerade hier oben mit dem Holz. Das mache ich, weil ich im Winter mal auf den Weihnachtsmarkt gehen wollte und wollte dort ein paar Stifte auch vor Ort drechseln. Und hier werde ich dann auch ein paar vordrechseln müssen und so kann ich halt massiv viel Zeit sparen. Du möchtest wissen, was das für ein Weihnachtsmarkt ist? Ich würde mich auch freuen, wenn du vorbeikommen würdest. Ich drechsel auch vor Ort. Das ist in Saarbrücken am Schloss oben. Ist super cool, wenn ihr mal im Saarland seid. Geht auf jeden Fall ins Schloss. Ist alles unterirdisch unten drunter. Und dort auf diesem Markt werde ich drechseln. Wäre cool, wenn du vorbeikommen würdest. Bis zum nächsten Video. Ciao. Nee, noch nicht, schau. Noch nicht, schau. Ich habe noch neue Produkte auf meinem Shop und zwar sind das hier Flaschenöffner und die sind richtig genial, denn ihr habt hier eine Einschraubmutter, die ihr dann in euren Flaschenöffner reinbekommt, also hat das alles Hand und Fuß. Das ist, ich glaube, Silbernickel und der andere ist Antiknickel. Der gefällt mir noch ein gutes Stück besser. Darüber gibt es aber auch bald ein Video, wie wir uns eine geile Vorrichtung bauen, um die ganz einfach zu drechseln oder die ganz einfach drechseln zu können. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und sag bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.